Hallo, du da. Bist du der königliche Astronom? Jotzen. Jotzen? Was soll denn das bedeuten? Brombeka sitz sas ditzebück livim. Was? Brombeka sitz sas ditzebück livim. Ja, genau. Danke, Ron. Jotzen und so weiter. Auch an Ilvi. Oh je, der Astronom spricht offenbar eine fremde Sprache. Astronomisch oder so. Darf ich eine Frage stellen? P-E-N-F, K-K-K-V-I-V, Olde-Flivel, Ilf, Padft. Das ist ganz schön beeindruckend. Ich muss zugeben, ich bin ernsthaft eingeschüchtert. Und hip. Mit dem Getriebe scheint alles in Ordnung zu sein. Das lasse ich besser in Ruhe. Das scheint der Mechanismus zu sein, der das Planetensystem antreibt. Aber irgendetwas fehlt. Eine Kurbel? Oh oh. Da muss man aber sehr aufpassen, dass man nichts verschüttet. Ob ich das wohl ohne Hilfsmittel hinbekomme? Was ist denn das nun wieder für ein Ding? Ein Türklopfer ohne Tür? Oje, es ist vollkommen durcheinander. Na dann mal los. Hallo? Kannst du mich wirklich nicht verstehen? Was? Wie? Warte mal, ich kann dich ja doch verstehen. Sogar laut und deutlich. Was für ein Glück. Hoffen wir, dass es noch nichts... Zu spät? Wofür? Es gibt große Probleme. Der König, der Brunnen, das Gefüge von Raum und Zeit. Moment, Moment. Eins nach dem anderen. Wer bist du überhaupt? Ich bin der königliche Astronom. Der König hätte lieber ein paar Soldaten einstellen sollen. Wo sind die anderen Bediensteten? Geflohen. Und was machst du dann noch hier? Was schon? Die Ruhe bewahren. Wenn die Welt untergeht, dann ist es immerhin egal, wo ich bin, oder? Aber falls ein Held kommt, um die Welt zu retten, dann wird derjenige Hilfe brauchen. Du weißt also, was zu tun ist? In der Theorie, ja. Aber bevor du dir Hoffnung machst, die Chancen stehen schlecht. Wo finde ich den König? Im Augenblick leider gar nicht. Er hat sich in sein Gemach zurückgezogen. Und das liegt hinter der Tür da oben? Ganz recht. Die Tür lässt sich aber nur öffnen, wenn Wasser im Brunnen fließt. Und der Brunnen ist kaputt, richtig? So kann man das sagen. Was ist denn mit dem König? Es sieht nicht gut aus. Der König ist sehr geschwächt. Er benötigt das Wasser des Lebens. Aber der Brunnen ist versiegt und der Weg zu seinen Gemächern ist versperrt. Man müsste das Gefüge von Raum und Zeit wieder reparieren. Das würde sowohl den Brunnen als auch die Tür wieder zum Laufen bringen. Leider kann nur der König selbst das tun. Das klingt nach einem Teufelskreis. Es gibt gar keine Lösung. Ich sagte es ja bereits.
Es sieht nicht gut aus. Was ist das Problem mit dem Brunnen? Das Gefüge von Raum und Zeit ist hinüber. Und mit Gefüge von Raum und Zeit meinst du? Dieses Planetenmodell da, ja. Es ist ein sehr mächtiges Objekt. Es treibt nicht nur den Brunnen an, es repräsentiert auch unser Sonnensystem. Es ist ein nahezu perfektes Modell. Oh, wie spannend, wenn man Astronom ist. Lass dich nicht täuschen. Planetenbewegungen, Tageszeiten, Jahreszyklen. Dieses Modell misst in gewisser Weise den Herzschlag unserer Welt. Dabei ist es so genau, dass man fast sagen könnte, die Welt richtet sich nach ihm. Fest steht nämlich, dass beide Einfluss aufeinander haben. Die Welt richtet sich nach dem Modell? Ja! Ist das nicht faszinierend? Das heißt, wenn jemand das Modell repariert, wäre auch das Ende abgehalten? Theoretisch ja. Aber nur jemand von königlichem Geblüt könnte so etwas tun. Es ist einfach zu bedeutend. Aber der König sitzt hinter der Tür fest. Ja. Die sich nicht öffnen lässt. Genau. Weil das Planetenmodell kaputt ist. Das ist das Problem. Himmel, wer denkt sich nur immer diese absurden Mechanismen aus? Ich könnte doch helfen. Mach dich nicht lächerlich. Nur der König ist bedeutend genug, das Planetenmodell zu reparieren. Ja, aber der König ist nicht da. Lass es mich doch wenigstens versuchen. Was kann schon passieren? Kann die Welt etwa noch mehr untergehen? Da sagst du was. Na also, sag mir einfach, was ich tun soll. Oh, da gibt es gleich mehrere Sachen. Wie immer. Erst einmal fehlt Öl. Ohne lässt es sich nicht ankurbeln. Aber was viel schlimmer ist, ist, dass einer der 5 Planeten fehlt. Der Flüsterstein. Sagtest du Flüsterstein? Ja, er repräsentiert unseren Planeten im Raumzeitgefüge. Leider ist er verschollen. Ich habe noch Fragen wegen die... Fragen? Hast du etwa nicht zugehört? Doch, doch, aber es... Schon gut, schon. Wo genau drückt... Ich versuche... Tu das. Ich bringe schlechte Nachrichten. Nicht sehr originell in diesen Tagen. Aber was soll's? Schieß los. Mir wurde prophezeit, dass ich die Welt zerstöre. Und dann läufst du schnurstracks in die Schaltzentrale des Sonnensystems? Ich will dich ja nur ungern kritisieren. Aber das klingt nicht so, als hättest du vorher reiflich darüber nachgedacht. Die Askel planen einen Angriff. Dann müssen wir uns beeilen. Nur der König kann uns vor den Askel schützen. Spot hat den Flüsterstein gefressen. Was sagst du da? Du weißt, wo der Flüsterstein ist? Nur in etwa. Mein Haustier hat ihn aufgefressen. Aber das darf doch nicht wahr sein. Wir brauchen den Stein, um das Gefüge von Raum und Zeit zu reparieren. Ohne ihn sind wir aufgeschmissen. Ich hätte ihn lieber rechtzeitig füttern sollen. Dein Gejammere bringt uns auch nicht weiter. Lass dir besser was einfallen. Ich such derweil schon mal mein Sitzierbesteck. Nicht nötig. Mir fällt schon noch was ein. Ich bin kein Held, nur ein unbegabter Clown. Oh. Ein Clown, sagst du? Ja. Kein Held? Kein Prinz? Nein, nur ein Clown. Und nicht einmal ein besonders guter. Hast du wenigstens ein Muttermal? Oder eine auffällige Narbe? Nichts dergleichen. Tja, das ist wirklich schlecht. Ich könnte noch den ganzen Tag über Probleme reden. Es sieht in der Tat düster aus, mein Freund. Nettes Hörrohr. Was sagst du da? Schon gut. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Was stehst du dann noch hier rum? Los, los, los! Die Zeit rennt uns davon! Hey, da war ja tatsächlich ein Geheimfach im Thron. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten, da reinzugucken.
Na, dann wollen wir doch mal sehen. Hey, was ist denn das? Eine Zange, eine Säge und ein Kuhfuß? Das ist kein königliches Geheimfach, das ist der königliche Werkzeugkasten. Jetzt ist es leer. Ja, damit sollte selbst ich das schaffen. Autsch. Oh, Schmerz. Oh, naja, egal. Wer braucht schon Schultergelenke, wenn er dafür Mosaikscherben hat? Endlich. Ist das? Ein Gerät, um Farben zu mischen? Oh je, Mini, das wird ja ein Spaß. Das sind die fünf Elemente. Von links nach rechts: Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Das ist eine Destille. So eine hat Oma früher benutzt, um Schnaps aus Flusselfen zu brennen. Nein, das lässt sich nicht destillieren. Dieser Apparat dient offenbar dazu, Farben zu mischen. Aber solange ich nicht weiß, was für eine Farbe ich brauche, lasse ich lieber die Finger davon. Warum nicht? Super. Jetzt habe ich zermahlene Kreide und Schwielen an den Fingern. Mal sehen. Es hat funktioniert. Ich habe weiße Farbe hergestellt. Dieser Apparat dient, aber solange ich nicht weiß,